Ah, kommt nicht Monaco immer nach Österreich erst? Nein. Das soll ich glaube ich kommt noch lange nicht. Okay, Verbindung mit Online-Diensten. Österreich kommt nach Frankreich und Frankreich kommt nach Kanada, das weiß ich. Ah ja. Aber in Kanada, da ist Kanada. Ja, und Verstappen hat auch die Führung genommen. Monaco. Wie lange wird dieses Rennen sammeln sein? Aber ich finde den Verstappen, auch den Vettel finde ich unsympathisch. Der hat immer eine neue Ausrede, warum er das nicht kann. Ja, ich mag den auch nicht. Darum bin ich froh, dass er nichts heißt. Er war richtig gut einmal. Er hat auch ein super Auto gehabt früher, natürlich. Aber ich habe das Gefühl, dass ihm der ganze Erfolg zu Kopf gestiegen ist und dass er jetzt so eine kleine Diva ist. Immer ist irgendetwas schuld am Auto, an dem ist schuld. Ja, schade, aber vielleicht ergibt sich's wieder mal, Michi. Was denn? So ein Duell. Ich habe gesagt, er soll ihm reinfahren, aber er hat nicht auf mich gehört. Dann hätte es ein Duell gegeben. Aber er Wenn wollte nicht einer hören. überholt, dann hat er es wahrscheinlich gehabt. Ja. Ja, dann wäre er da davon gefahren. Dann wäre er davon gefahren, oh, Oh, das das Ohrschaft. regnet. Oh, Alter. Okay, im Rennen Aber oder auch im nicht? Rennen? Nein. Nein. Das wäre Also im noch härter Rennen. gewesen. Ja, Nein! wenn ich zum Alpha gegangen wäre, würde ich schon haushoch das Stallduell führen, Alter. Stimmt. Kommt auf an, wie du das heißt hattest, aber. Ja. Warum? Sind die Alpha so schlecht, oder was? Mit Giovanazzi ist bis nur ausgeschieden. Echt, so wie ich? Oh, Alter, der hat sich aber vordrängelt. Ich bin in die reingefahren, glaube ich sogar. Ja. Wow. Kennt ihr den neuen Begriff Ghosting? Nein. Ja, der ist ausgeschalten, eigentlich. Nein, das beschreibt man wohl, wenn eine Frau oder halt, wenn man sich ignoriert per Social, also, weißt Unmöglich, hier eine gute Zeit zu fahren. Wir sehen geringfügige Schäden am Ja, vor allem wenn du Frontflügel. vor mir fährst. Schone den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Okay. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Danke. Was Oh. sehe Jetzt wollen ich, wir wenn ich jetzt hochlaufen. deine. Sind Was die sehe ich, Bambus? wenn ich jetzt eine Pole mache? Wenn du eine Pole machst, Ja. dann hast du auf jeden Fall schon mal was geleistet in einer Formel 1. Weil Monaco eine Pole machen ist auf jeden Fall was Respekt. Starkes. Oh. Gras in den Tunnel hört sich das ja urgeil an. Mach ich mal gar nicht. Das wird sich live sicher auch urgeil anhören. Ist der oder? Ich sehe schon, hast du jetzt da noch keinen Aufbau lassen? Ja. Ich will meinen Teamkollegen sehe nicht das Rennen versauen. Wow, oh. Ich habe eher Stress, dass Norbert eines auffällt, zu vorne dann. Oder? Was denn? Der Toni Bauer macht Putt-Putt und in Monaco läuft's nicht gut. Schön in der Box, alles wieder. Nein. Warum? Tiddledum, Wenn ich jetzt wieder in die Tiddledum. Box fahre. Ich bin hinten voll Nein, jetzt ist dabei. er echt vor mir. Wer ist vor dir? Sieht so Du! aus, als würden wir in Kürze wieder Ich einen lasse Typ dich an der vorbei Strecke dann. haben. In Kürze ist es wieder Du musst trocken. mich aber bald vorbeilassen, ich bin fast hinter dir. Alles klar. Ich lasse dich Fast, aber vorbei nicht jetzt, ja? furious. Fahr schneller. Fahr schneller, sagt er mir im Regen. Und jetzt geht die Wand, fang gescheißen, oder?
Ich bin nervös, wenn ich so ausweichen muss. Nur Treppert auf der Strecke. Scheiße. Aber es hat einfach so cool ausgesehen, dass man es wieder lieben muss. Ich quäl mich da um diese Ecke, zittrige Hände und es geht um. Sorry, Alex. Ich sag jetzt nicht. Was denn? Schädig aufhalten. Über die Urprobleme im Tunnel, leider. Was im Tunnel? Ich knall immer auf die linke Wand an, bei der Kurve, im Tunnel. Oh. Knall diese Schlampe die ganze Nacht. Nein, die Na. Warum muss echt so ein Arsch weiter sein, Qualifying? Ich komm eh so... Ja? Entschuldigung, dreht aus. Nein, du hast. Nein, du hast angefangen. Aber du hast mich unterbrochen, also dass du was redest. Nein, sag ich noch was. Na, was mir noch nie aufgefallen ist, fuck. Das. Na. Bist du mir? Ja. Dass man Zuschauer hört. Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger, Scheiß. Um das Problem nicht zu verschlimmern. Nein. Alter. Oh. Alter, wie geil ist das denn? So ist der Bowl aber auf jeden Fall. Okay, mal ist der, oder? Nein, er fährt rückwärts gerade. Oh, besser, du kommst bald möglichst an die Box, bevor es noch schlimmer wird. Tschüss. Aber stell dir vor, es gibt einen. Stell dir vor, es gibt einen Pfad, wo du rückwärts über die Ziellinie fährst, dann wieder quasi und dann... Da drehst du um und fährst nochmal gerade über die Ziellinie. Genau. Nein, nein, das überlebe ich nicht, das überlebe ich nicht. Der Frontflügel ist in sehr schlechtem Zustand. Nicht. Wir brauchen dich in dieser Runde hier an der Box. Oh. Was hast du noch? Überlebst du's? Was hast du? Überlebst du's? Nein! Nein! Alter, schieb mich an! Schieb! Nochmal, schieb an, einfach links, rechts, links, rechts, links. Weil anschieben ist das Leibendste, was man sich nur vorstellen kann. Das Blöde in Monaco ist ja, das habe ich ja jetzt schon, ich als kleiner Monaco-Experte, bin draufgekommen, wenn du in Monaco ganz vorne startest, ist es Arsch. Wenn du in der Mitte startest, ist das Beste, was dir passieren kann. Weil die ersten alle crashen im Start. Weil die ersten eben so voll ziehen, das heißt, sie setzen sich so komplett unter Druck einfach, dass sie dich auf jeden Fall entweder berühren, okay. Ciao. Dass sie dich entweder komplett berühren, um dich da durchzuleben. Aber in der Mitte bist du dieses Gesicherte und dann kannst du schön nacheinander. Was Alex? Na warte. Vielleicht überlegen. Na, du. Ja, oder du bekommst es vielleicht noch mit. Na, du bekommst es nicht mehr mit. Oder? Schade. Da hast du jetzt was verpasst. Straßensperre war. In Monaco. Ich wundere, ob er dann gerichtet wieder. Ich bin schon längst draußen. Da ist Norbert gestorben, ist nach rechts und Gasly ist in genau reingefahren und Gasly ist links gestanden und Norbert ist rechts gestanden. Und Vettel hat sich gedacht, nehmen wir Gasly mit, weil der ist leichter, der Wagen. Und ja, dann war es ein bisschen ein Massencrash. Oder Lele war es? Nein, Lele kann es gewesen sein, weil der ist wieder an der Box ohne Zeit. Noch so eine Ferrari. Aber du hast nicht einmal eine Zeit, Norbert. Nein.
Glück gehabt, da. Der wäre fast eingefallen in die Olga. Sie ist ja wieder in der Box. Was sagst du? Sie ist ja wieder in der Box, ne? Ich bin schon wieder mal dagegen gefahren. Ich spiele immer Ping-Pong in Monaco. Einmal versuche ich es noch, wenn ich dann Ping-Pong mache. Folge ich euch ein Beispiel. Formel 1 und VR müsste auch geil sein. Stimmt. Ich bin eh gespannt auf das neue VR-Gerät. Alex. Holst du es dir? Nein. Norbert? Ich glaub nicht. Also diesmal werde ich sowieso warten, was da passiert, weil mit dem VR war es auch schon enttäuschend eigentlich. Kaum Spiele und schlechte Qualität und so. Ich habe genau zwei Spiele gespielt vorher. Welche? Also nein, eineinhalb. Ich habe gespielt Twisted Metal. Die Demo. Dann habe ich gespielt dieses Fußballspiel, wo du köpfeln tust. Und was ich durchgespielt habe, war das, wie heißt denn das? The Inpatient. Was hast denn du für Spiele gespielt? Die kennt ja keiner so. Inpatient ist ein Ableger von... Until Dawn. Danke. Nur hätte ich den Feuer. Also ist das dieses Blood-Dings mit der Achterbahn? Nein, das ist... Das ist Twisted Metal. Achso. Was zockst du denn morgen damit? Ich weiß noch nicht. Wann? Was wann? Wann? Ja, wann? Zocken. Was zockt ihr morgen? Oder was meinst du? Alex hat mich gefragt, was ich morgen zocke. Genau, aber warum? Ja, warum nicht? Dass ich weiß, was er streamt, dass ich vielleicht schauen kann. Ich kriege hier komischerweise nicht die Benachrichtigung. Ich auch nicht. Muss ich mir noch überlegen. Aber gut, ich weiß ja immer, dass er streamt oder ich frage. Norbert könnte schreiben in die Gruppe, wenn er streamt. Mhm. Okay. Es gibt ja dieses Lego Ideas. Da kannst du so kreative Bausätze und so einmelden. Und hat einer eingemeldet eine Toilette. Tja. Und jetzt Vollgas weiter. Da gibt es eine TikTok, Alex. Dieses Wii, Rumbula, Wii. Das hätte du gepasst, da. Kleine fragt mich dauernd, wann ich wieder GTA aufdrehe mal. Voll die Gangster Bots. Na, ich habe immer gesagt, beim Glücksrad drehen habe ich immer gesagt, sie ist meine Glücksfee.
Wegen die Autos. Und sind dann immer jetzt. Und? Wann drehst du wieder? Wann drehst du wieder? Erst nicht einmal noch installiert. Die haben sogar noch mit Soft gefahren dann. Schau, Hamilton Was nur sagst du? 11. Das ist mit Soft gefahren, Hamilton nur 11. und Ach so so, verstanden. stimmt. Man hätte wechseln können auf die Soft. Na, von einfach mit Intermediates. Und ich wundere mich, warum ich nur 12. bin. 12, das ist stark. Mit Intermediates im Vergleich zu Soft vielleicht, aber. Aber er ist ja jetzt nicht mehr 12. Was bin ich jetzt? Keine Ahnung. Aber wenn Hamilton 11. war mit Intermediates, wirst du nicht 12. mit Intermediates. Weißt du was? Vor mir steht ein Renault und zwei Auto vor mir steht ein Renault. Also du bist nicht wirklich weit vorn. Weißt du was? Heute einfach die Kosten. Okay. Heute Everybody was? einfach die Schmerzen. Wirklich. Okay, halt nicht die Schnauze. Zeig's mal. Ich lese, danke. Alter. Ich weiß nicht so vor. Bam! Eine Marie. Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Schone den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Wow! Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Ich habe vom Ozon die Schicht abgekratzt. Schon wieder. Damit langsam würde ich sagen, er hat was persönlich im ganzen Ding. Ich glaube auch. Okay, geht in Ordnung. Ups. Oh. Fahren da noch in die Box. Norris. Aber wer noch? War das nicht eher ein Renault? Ich weiß jetzt nicht. Ja, ich wollte wissen, ob du das bist oder Alex. Ich bin vorbeigefahren. Also bist du in die Box gefahren? Ja. Okay. Ach, du warst das. Losfahren, losfahren! Ja. Hast dann Flügelschaden gehabt. Ja. Du musst jetzt nur noch einmal stoppen. Noch ein Boxenstopp. Das glaube ich nicht. Monaco ist halt uranstrengend, denke ich. Wenn du weiter so die Kurven schneidest, pumpt dir die Rennleiter meine Strafe auf. Jeff meint, dass du mir noch einen Boxenstopp ich. Das glaube ich nicht. Da kennst du mich noch nicht, Chef. Ich schwöre dir, ich möchte einmal bei dem Scheißkurs durchkommen. Bist du nicht schon mal durchkommen? Glaub nicht. Dann hat er einen Vorschlag, dass du sicher durchkommen bist. Ich weiß jetzt nicht, Topo war Bucher. Ah, oh ja. Ich glaube, ich erinnere mich. Da habe ich schon keine Reifensätze mehr gehabt, da bin ich schon mit Intermediates rausgefahren auf trockener Strecke. Nein. So, ich bin einmal hier unten durchgefahren, das ist sehr gut.
Wir können jetzt das DRS verwenden. DRS verfügbar. Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Frontflügel wieder. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Verstanden. Geht in Ordnung. Absolut ein Schaufenster. Was sagst du? Das ist Monaco's absolut so ein richtiges anscheinendes Schaufenster. Aber du hast die... Hast du dich nicht so wohl für den Monaco? Es ist ein cooles Rennen, aber es ist halt ein scheiß anstrengendes Rennen. Du hast einen Sieg-Cult sogar schon da. Ich weiß. Ich sage ja nicht, dass es ein... Wenn du fällt, der kommt, wie ich finde. Es ist cool in dieser Stadt und so. Aber es ist halt sehr anstrengend und schwer. Okay, geh sanfter mit dem Wagen um. So viel Schaden verträgt er auf Dauer nicht. Jawohl, überrunden. Yay. Oh. Hey. Ich glaube, ich werde nicht durchfahren. Ich glaube, ich stand wahrscheinlich wieder aus dann gleich. Ich habe jetzt schon einen roten... Jawohl! Das ist mein Moment. Mann, auch dort. Ich bin gerade in die Box abgehoben. Ich wäre fast vorbeigefahren. Langsamer werden und positives Delta beibehalten. Okay, wie man hat's da zerlegt, Alter? Keine Ahnung. Also ich mag die obere Passage mag ich hier gar nicht. So ab dem Tunnel geht's aber. Na oh ja, gerade die finde ich auch cool. Diese Kurven, da kann man so viel gut rausholen. Ja, das Gemäuer von der Wand. Nein. Oder oh, wie viele 5 Sekunden Strafen und wie viele Strafen generell es gibt. Wow. Nein. Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Schone den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Wir glauben, dass wir eine gute Alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder das mit dem neuen versuchen? Geht in Ordnung. Was passiert alles? Na, Giovanazzi ist genauso quer über die Straße gegangen. Es ist schon wieder alles gelaufen. Der ist wieder ausgeschieden? Ja, der hat das selbst verursacht und da sind alle davor gestanden. Ja, und dann steht überholen Verstappen, ich will Verstappen in dem Moment überholen, Verstappen scheint aus, Strafe bekommen. Reingefahren. Okay, gut, ich lass Verstappen fahren. Was macht Verstappen? Er bremst in der nächsten Kurve voll ab. Wieder reingefahren. Nimm Chaos rennen, das könnte meine Gelegenheit sein, Punkte zu holen. Stimmt. Oder auch nicht. Oder ich komme nicht weiter. Oder ich komme nicht weiter. Jetzt komme ich wieder weiter. Oder ich bin so gefickt. Oder erst nein. Okay. Gefick. Fuck you, fuck me. Shit. Okay. Ja, Alter, vergiss, ich bin nur noch gestanden, ich hab jetzt... Oh.
ich hasse Mona. Ich hasse mein, ich hasse es gerade. Das waren also die Punkte. Dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Alles klar. Alter, Tommy, schalt auf mich um. Warte, ich mach schon. Ich kann nicht fahren. Du stehst auf mir. Ach ja? Jetzt ist er weg. Gib ihm, Alter! Wie viele Strafen bekommt? Alter, das stehen alle. Er war einfach auf mir. Na, aber dann rennen. Na. Du musst nur durchfahren. Ich muss down in die Box, Alter. Alter, dann hast du verkackt. Aber du hast nur durchfahren brauchen. Das... Also 15 Sekunden, 20 Sekunden, 15 Sekunden, 20, 20, 15, ey, das ist krass. Ey. Wir müssen eh aufpassen, dass nicht disqualifiziert werden dort bald. Ja, ey. Alex ist gerade disqualifiziert. Ich bin gerade disqualifiziert. Und oh, Stroll hat sie auch. Ich auch? Stroll, ich hab Stroll am Dach mitgenommen. Da ist jetzt was Sprung. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf das war ein Schaki. Die ist wieder im Fenster küpft. Du wolltest die Aluschale zum Testen, wenn man dagegen ist. Jetzt habe ich auch eine Strafe. Also das ist dieses Mal so ein richtiges Chaos. Also absolut. Na gut, ich hab jetzt einen Fehler gemacht, ich habe aufs Handy geschaut und dann kam die Kurve. Und ich habe auch nicht gebremst. Warum sagt man denn, dass man mit Rennhut kein Kaffee das Handy? Wenn das Feld beschleunigt, denk daran, das ist wie echt, Alex. Hier, warte, wir machen aber, komm. Dann war er oben hier. Ah, geil, ich bin nicht letzter. Oh. Oh. Da, die Passage durch mein so schwer, Alter. Alex, ich bin nicht letzter. Stimmt. Fuck. Blaue Flagge macht dem Fahrer hinter dir Platz. Und wieder. Oh! Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Wir ziehen eine Scheiß, alternative Magnussen. Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Oh. Gib ihm, Alter! Upsi! Hab ich jetzt im Rückspiegel gesehen, Alter! Bestätige! Alter, schieb mich an. Das könnte kürzer Rennen werden, wenn so. Eins steht fest, wenn Esteban Ocon das Rennen sauber zu Ende fährt, haben wir... Krass ist das toll, dass auf meinem Kopf überlebt hat. Aber er hat auch Strafen kassiert, glaube ich. Also er hat mindestens ja, eine Sekunde. Gut, dass es Halo gibt. Fertig, los jetzt! Oh, es fuckt mich hier an, dass ich die Xbox nicht ankriege, Alter. Da will ich gleich Halo spielen, Alter, bald. Die Reise beginnt, das ist Halo. Da kriege ich immer eine Strafe, Alter. Oh, wegen Abkürzen. Du fährst doch falsch, Norbert, dass du fährst gerade in die Boxen dingst. Blaue Flagge. Ich bin aus der Box gekommen. Achso, stimmt.
los. Alter. Gib dir eine Meter, Norbert. Gib dir einen eigenen Meter, oder? Alter. Fixer! Wieder in die Box fahren. Euer Gasly, du Sauschädel, Alter, du. Die Kurve, da wo du jetzt gerade warst, Norbert, die nehme ich halt immer urschlecht, irgendwie. Schau mal, einen Flügel, wie schauen die aus? Na gut, Gasly. Die schauen doch gut aus, obwohl so viel weggefetzt worden ist. Aber ich finde das Fenster schon zu, Alter. Oh. Was ist mit Abschluss? Aber wenn ich das mache, überlebe ich das nicht. Wolltest du mit Abschluss hier weggraben, Norbert? Ja, Alter. Ciao. Jetzt hat er nicht mehr gejumpt. Meine Damen und Herren, wer wird dieses Chaos-Rennen für sich entscheiden? Streckensieger in Monaco, der erste in diesen vielen Saisonen, die wir fahren werden, geht an, ich schätze Bottas, aber wir lassen uns überraschen. Auf einmal Ocon. Auf einmal Giovinazzi, ausgeschieden und wieder zurückkommen. Comeback feiert. Er hat den Räikkönen ersetzt in der Box. Bottas. Albon dritter. Bottas zweiter Sieg. Das ist ein Doppel-Mercedes-Sieg. Echt? Wir müssen aber Lando Norris erster. Echt? Wir müssen Lando Norris erster, Sainz zweiter, Räikkönen dritter, Bottas vierter, Hamilton fünfter. Du verarschst mich. Na, jetzt ohne Spaß. Was ist bei dir, Norbert? Bei mir steht noch gar nichts, weil ich die Siege eher angeschaut habe. Schauen wir mal. Ich schicke dir ein Bild auf den Moment. Aber wenn man mit dir oben will. Sergio Perez, Kiat, Gasly, Ocon, Stroll, Magnussen. Bottas, wir müssen noch nicht schon was zählen. Also ich würde ich sagen, Norbert sein Ziel, weil da ist Ocon weiter vorne. Na, geht die Luft aus? Was? Geht die Luft aus? Ja. Ich würde sagen. Schnauze. Ja, wir müssen schauen, was, wenn der Lobby dann erster ist. Ja. Also, was die. Weil die Lobby hat ja sicher ein einheitliches Fenster. Hoffentlich. Den oder einen Punktestand. Chaosrennen bis zum Schluss. Und leider kann er schon siegen. Schauen wir mal. Kopierergebnisse. Oh ja, Perez erster, Kvyat zweiter, Gasly dritter, Ocon vierter. Stimmt, muss ich alles zurückmachen. Norbert Sainz hat damit gestimmt. Komisch, hast du Norbert, hat Norbert, hast du die Lobby geöffnet? Nein. Das ist meine Lobby. Nein, wer war zuerst drinnen? Der hat die Lobby geöffnet. Perez erster. Aber wo steht das jetzt? Bei einem Event 7? Genau. Da ist Verstappen bei mir erster. Du bist nicht richtig. Schick ein Foto bitte. Du hast ja gerade gesagt, dass Perez bei dir erster ist. Er ist. Ah, oh ja, oh, warte mal, Entschuldigung. Ich war jetzt er ist sicher bei Event 1 von 7 ja. gewesen. Perez, Kiat, Gasly, Ocon, Stroll, Magnussen, Bottas, Hamilton, Albon, Norris. Aber Perez gehört nicht. Das und somit weiter Protestplatz in dem Jahr, Wahnsinn. Und somit ist Renault wieder vor Williams Racing. Ja. Ganz stolz sein. Ocon gar nichts. Ich muss den Ocon nicht ziehen. Er gönnt Ocon. Oder was ist da jetzt los? Aber nur Ocon. Na, Alter, der trotzdem haben sie uns überholt. Ich weiß. Na, ich muss sagen. Ich hab Respekt für Ocon, wer zieht seinen Teamkollegen seit 7 Rennen mit, Alter. Aber da habe ich Respekt doch für Endings. Aber schau dir an, Racing Point, Alpha Tauri beide von Mercedes, von Ferrari. Nele ist eigentlich, der war urstark, habe ich in Erinnerung irgendwie. Reißt aber gar nichts momentan. Ja.
Ferrari nur Fünfter. Sag ich ja. Na gut, ich würde sagen, das war's mit dem Stream. Das war's, ja. War schön. Freue mich schon auf nächste Woche. Bis dahin. Nächste Woche müssen wir verschieben auf einen anderen Tag. Na leibend. Ich habe von 20 bis, ich habe von 8 bis 20 Uhr Dienst. Das ist hart. Das heißt, nein, wir können ab 20 Uhr fahren. Naja, wer weiß, ob ich hat ja bis 20 Uhr Dienst. Achso. Wer weiß, ob ich pünktlich zu Hause bin dann. Also um 20 Uhr, weißt du? Nimm die PS5 mit. Ja. Ich im Auto. Über WLAN Hotspot einrichten, Getcha. Na, mach mal, verschimmer. Such mal einen anderen Tag. Samstag, Sonntag kann ich halt auch nicht, aber sonst kann ich jeden Tag. Mhm. Machen wir mal. Gut, ich bin immer in den Stream hier. Ciao, Leute. Baba, macht's das gut.